Hallihallo, meine lieben Mamas und Papas, Papas und Mamas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, ihr seht es heute, wir sind mal in meinem Badezimmer, denn wir sind zwar schon eine ziemliche Zeit hier im Haus eingezogen, allerdings gibt es immer noch so einige Räume, wo man immer noch mal ein bisschen sagt, das kann ich auch später machen. Dazu gehört zum Beispiel auch unser Bad. Ihr seht es, wir haben Rollos, die habe ich jetzt gerade runtergelassen, weil es ist wirklich sehr, sehr hell gerade auf der Seite und es blendet. Aber wir haben hier nur so eine provisorische Gardine früher mal vorgehangen und ansonsten nur das Rollo. Und wir wollen eigentlich schon seit ewiger Zeit da mal Blissés vorhaben. Darum, meine Lieben, nehme ich euch heute mit. Wir haben neue Blissés bekommen von der Firma Schütte. Das ist ein Blissé ohne Bohren. Das war mir ganz wichtig, weil ich habe keinen Bock zu bohren. Sondern es wird einfach eingehängt, das zeige ich euch jetzt gleich. Und es ist dann nur mit einem Klebestreifen fixiert am Fenster. Und ganz wichtig, wir haben hier welche genommen, die sind Verdunklungsblissés. Denn, wie ihr seht, die Sonne knallt hier voll drauf. Und damit will ich hier oben, weil es auch in der zweiten Etage ist, das Ganze ein bisschen kühler haben, wenn ich den quasi über den Tag oben habe, damit wir nicht immer das Rollo runterlassen müssen. Ich würde sagen, diesen alten Fetzen hier, den schmeißen wir mal weg. Und wir bauen mal zusammen dieses Blissé an. Ich habe da noch ein zweites Zimmer, da habe ich ein etwas größeres Blissé. Das ist jetzt quasi ein Standardmaß. Und im zweiten Zimmer haben wir ein großes, breites Fenster. Da haben wir dann ein übergroßes Maß. Das zeige ich euch aber gleich im nächsten Step. Ich würde sagen, lasst uns das Ding jetzt erstmal auspacken. Was ich ganz cool finde ist, die Halter sind durchsichtig, fallen dann also quasi, egal wie euer Fensterrahmen aussieht, nicht auf. Kleber und alles ist mit dabei. Das Ganze wird in so einer kleinen praktischen Tüte verschickt. So sieht das Ganze dann ausgepackt aus. Hier noch einmal fixiert. Das lassen wir mal ganz kurz. So, dann haben wir hier die Nüpsis an der Seite. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal ein Blissé aufgehangen habt. Es ist ja quasi so eine Art Fahrstuhlsystem an beiden Seiten, woran das dann hoch und runter fährt. Das haben wir auf der Seite auch nochmal. So sieht das Ganze dann, und hier ist der zweite Nüpsi, kann man schon ein bisschen so ausrichten. So sieht das Ganze dann entwirbelt aus, ne? Ihr habt dann halt die Nüpsis auf beiden Seiten. Das Ganze richten wir jetzt noch einmal aus. Die Seite ist vorne, da habt ihr dann auch beigeführt diese Schienen hier. Womit ihr das dann später, diese Schienen hier, ne? Die werden ja so drauf geklipst. Dann könnt ihr später hoch und runter machen. Das gleiche gibt es dann hier auch nochmal für oben. Auch einfach nur draufstecken. Zack. Und dann könnt ihr das später hoch und runter machen. So. So, die beigefügten Nupsis werden einfach nur in den Nupsi gesteckt. Und ihr könnt es dann quasi, hört ihr das? Per Klicken an euer Fenster anpassen. Und hier vorne wird dann quasi das Blissé reingeklickt. Und das wird dann nochmal festgeklebt, dass es nicht mehr rausrutschen kann. So, seht ihr, schnell zusammengebaut. Zum Schluss richtet ihr die vielleicht noch ein bisschen aus, dass sie möglichst gerade sind. Okay. Längsseitig überall gerade. Wie ihr gesehen habt, ihr klipst das dann hier oben einfach nur von der Seite rein. Da sind die so kleine Schienen, die sind schon vorgerichtet. Somit hängt es dann alles links außen. Und dann habt ihr hier einmal den Hebel zum Hoch und hier einmal den Hebel zum Runterziehen. Ich mache es jetzt mal ganz runter. Hier machen wir Rolle hoch. So, ich finde, ich mache es jetzt einmal ganz kurz, dass ihr mal seht. Also Sonne scheint gerade sehr, sehr gut draußen. Und trotzdem, ich gehe mal davor, ich blende nicht großartig. Also es verdunkelt schon ganz gut. Ne, ihr könnt es unten ein bisschen aufmachen. Schiebt sich leicht. Die Farbe ist jetzt klassisch weiß. Ich denke, das sieht man auch ganz gut. Also von der Seite hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Alles angebracht, alles fest, alles hält. Geht einmal frei hoch und runter zu schieben. Gefällt mir sehr, sehr gut von der Qualität. Gehen wir mal ins Kinderzimmer. Da kriegen wir nämlich noch das große Blissé dann rein. So, wie ihr seht, hier etwas schwierigere Variante, denn hier steht noch das Hochbett ein bisschen davor. Aber wir haben ja ein sehr, sehr großes Fenster. Auch hier Sonnenseite, da habe ich gerade das Rollo runter gemacht. Hier haben wir uns für grau entschieden. Ich hoffe, man kann das sehen. Passend zur Wand. Ne, hier haben wir eine schöne Übergröße, aber auch hier soll dann das Rollo, das Blissé später quasi das Rollo ersetzen. Und dass er das dann auch mal so zuziehen kann, ohne dass er die ganze Zeit das Rollo runter machen muss. So, auch hier machen wir mal ganz kurz zu. Ich würde sagen, wir packen das schöne Ding hier mal aus. Gleiches Prinzip wie eben, auch wieder ohne Bohren. Ich hoffe farblich, es ist so ein schönes Grau. Und ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber die Wand von ihm ist auch in einem ganz sanften Grau.
So sieht das Ganze dann mal aus, noch original verpackt, ich habe es nicht ausgepackt. Hier sind immer die Aufkleber drin und wie gesagt, das Durchsichtige, dass man das halt, egal welche Fenster, bei uns haben die Fenster halt alle weiß, aber egal welche Fenster ihr habt, es ist nicht farblich, fällt dadurch also nicht auf. So, gleiches Spiel wie eben. Jetzt erst wieder die Klipse, dann klipsen wir das Plissé ein und zum Schluss machen wir dann vom Plissé die Halterung ab, dass es sich quasi entfalten kann. Das mache ich jetzt mal fix. So, und wie ihr seht, wir machen jetzt mal das Rollo hoch. Boah, so sieht's aus. Ihr seht ja nichts, ne? Also, es dunkelt doch schon einiges ab. Und ich glaube, wobei das Grau kommt jetzt auf dem... So, ich lasse mal kurz das Rollo runter. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also es ist schon farblich ein gutes Grau, was sich hier schön mit an die Tapete integriert. Meine Lieben, das war es soweit zu den Plissés für unsere beiden Räume. Ihr seht es, beide passen perfekt übers Fenster. Wichtig ist, wenn ihr Plissés bestellt, bestellt immer ein paar Zentimeter größer als das Fenster ist, damit es auch wirklich überlappt. Ansonsten packe ich euch gerne mal den Link von Schütte unten rein. Wir müssen noch Gardinen für unten für den Wohnzimmerbereich. Das zeige ich euch jetzt noch. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch mal so mitgenommen. Wir sind jetzt unten im Wohnzimmer. Wie ihr seht, haben wir hier auch nur quasi... Das sind unsere beiden Türen, Schrägstrich Fenster, die raus zur Terrasse gehen. Und die sind auch nur mit Rollos. Und da wollen wir jetzt auch oben einmal schick, ich hoffe, man kann es gut erkennen, Gardinen vorhängen, die dann quasi auch, und darum habe ich es ein bisschen mobil jetzt hier, bis zum Boden runtergehen. Ich würde sagen, ich bohre mal oben kurz die Gardinenstange dran und dann zeige ich euch mal, für welche Gardinen wir uns entschieden haben. Und dann hängen wir sie mal zusammen ran. So, und das ist unser zweites Wohnzimmerfenster quasi. Da seht ihr schon, da haben wir so ein bisschen Öko-Vorhang aktuell hin. Der kommt jetzt aber auch weg, da kommen jetzt auch vernünftige Vorhänge dran. So sieht es vorher aus und jetzt zeige ich euch, wie es aussieht mit den neuen Gardinen. So, und so sehen dann die fertigen Vorhänge aus. Hier einmal bei der Terrasse in Braun. Na, die sind bis auf den Boden. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Hier auch mit der Steinwandoptik daneben und unserem Kamin. Also da passt der Braunton perfekt. Wir haben hier so ein bisschen aufgefächert. Finde ich, ist sehr, sehr cool. Wenn man mal guckt vom Stoff hier. Das ist so ein schöner, weicher Stoff. Finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Wohnzimmerfenster. So, da haben wir uns für einen Grauton entschieden. Logischerweise, ihr seht es, weil die Wand auch grau ist. Das sieht dann quasi so aus. Auch wieder aufgefächert, auch wieder auf Höhe des Fensters. Also, ja, optisch zur Wand abgepasst, finde ich sehr, sehr cool. Auch hier wieder in diesem Stoff-Look, kommt sehr, sehr cool und fügt sich sehr, sehr gut hier ins Wohnzimmer ein. So, meine Lieben, was soll ich sagen? Neue Plissés sind oben dran im Bad und im Kinderzimmer, hier unten im Wohnzimmer. Die große Terrassentür ist jetzt endlich mit Vorhängen und auch unser Wohnzimmerfenster ist endlich mit Vorhängen. Wenn ihr auch auf der Suche seid nach Plissés, Vorhänge etc., schaut gerne mal bei Schütte vorbei. Von denen sind nämlich die Plissés und die Vorhänge. Verlinke ich euch unten aber auch nochmal im Video. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht habt, lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Video da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.